Und Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen bei Whisky Gold. Ja, und heute bin ich bei einer Brennerei, wo ich nicht so oft unterwegs bin. Und zwar bei Tormore. Unabhängig abgefüllt von Gordon und MacPhail. Ich habe genascht. Ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Für mich ein wunderbarer Sommerwhisky. Ja, destilliert 1995, abgefüllt 2017. Ist jetzt natürlich eine Zeit lang auf dem Markt. Ich habe mal geschaut, er ist immer noch verfügbar. Für ca. 100 Euro bekommt man ihn. Abgefüllt mit 46 Volumenprozenten und wie es bei Gordon MacPhail üblich ist, ohne Farbstoff und eine Kälterfiltration. Und diese Abfüllung ist exklusiv abgefüllt für Deutschland. 670 Flaschen. Er gab dieses Refill Sherry Puncheon. Puncheon ungefähr, was haben die Fassungsvermögen? Ca. 500 Liter. Fassnummer 5386, destilliert 14.06.95, abgefüllt Februar 2017. Ja, schreiben Sie alles hier wunderschön drauf hinten, finde ich immer ganz klasse. Bei diversen Abfüllungen von Gordon MacPhail in dieser etwas hochwertigeren Umverpackung. Früher gab es ja diese gewölbten, leicht diese pappigen, da standen nicht mal im Plastikfuß die Flaschen richtig gerade, fand ich, ja, unschön. Hier in Weiß gehalten, geht voll durch. Ja, und der Whisky hat dann natürlich seine 21 Jährchen. Und Tormore gehört ja Pernod Ricard, denn seit 1958, also noch verhältnismäßig jung das Ganze. Und ja, das meiste geht hier in die Blendindustrie. Was bekannt ist, da ist der Long John, so viel ich weiß. Nicht, was ihr jetzt denkt. Ja, hin und wieder gibt es Originale. Das meiste sind unabhängige Abfüller. 4,4 Millionen Liter haben sie einen Ausstoß, aber wie gesagt, Blendindustrie wird bedient. Und in der Regel, so viel ich weiß, Bourbonfässer, ne, die benutzen bei Tormore. Ich glaube selten, dass es da Sherry-Abfüllung gibt. Aber nun, ich bin keine Whisky Base. Ich weiß nicht immer alles auf Anhieb. Tja, schöne goldene Farbe. Ja, und so die Viskosität hier, so schon ein bisschen ölig, ein bisschen zäh. So, und jetzt das nächste. Ja, hell, ne? Man sieht den Whisky und denkt sich so, Bourbonfass. Nein, ist nicht. Ist ein Refill Sherry. Ja. Sherry ist nicht immer dunkel. Denk mal an die ganzen Ben Nevis Single Cask Abfüllung mit 25 Jahren, wie hell die ausfallen. Und das sind Bretter. Ich finde ein zartes Sherry-Fass hier. Keine Überlagerung, keine Dominanz vom Sherry-Fass. Zarte Süße, oder? Ja, doch, mäßig gut. Mäßig von der Süße. Schöne Vanille, Honignote, Malznote. Und das sehr präsent, sehr weit im Vordergrund. Auch ein bisschen Zitrusfrüchte. Etwas Holz. Ja, und da merkt man hinten raus dann doch diesen Sherry-Einfluss, weil es so modriges Holz ist, was ich auch gern beim Sherry öfters mal habe. Lebendige Nase, schöne, frische, volle, satte Nase. Vielleicht auch so ein bisschen weiße Schokolade. Und ganz zart ein bisschen Kokos. Ja, aber weiße Schokolade trifft es schon gut. Herrlich. Jetzt fixiere ich mich natürlich darauf. Gut, zum Wohl.
Mund ausfüllend. Vanille, süße, ausgeprägte Vanille. Helle Früchte. Ich wäre jetzt hier so ein bisschen bei Honigmelone. Etwas Trockenheit macht sich jetzt breit. Malz. Ja, ein bisschen nasenähnlich das Ganze jetzt. Schokoladig würde ich jetzt gar nicht mehr sagen. Jetzt spürt man den Sherry-Einfluss auch ein bisschen doller in der Nase. Ich würde von Abgang her sagen, mittellang. Alles jetzt gesetzt im Mund. Diese Trockenheit bleibt, bisschen Holz bleibt. Ja, würzig. Ja, er hat die Würze. Orangen. Dunkle Schokolade, schreiben die hier auf der Zunge. Empfinde ich nicht so. Zimt in der Nase. Zimtzucker. Ja. Finish medium. Ja, bin ich gut. Aber Würze, ja. Würze bin ich bei Ihnen. Hat er doch. Ja, sehr lebendig, sehr malzig, Vanille betont, Sherryfass deutlich zurückgestellt. Und ich finde mit 46 Volumenprozenten auch schöner Antritt, präsent im Mund, auch wenn er relativ schnell abklingt, aber so einen wunderschönen, sommerlichen, lebendigen, auf der Wiese sitzen, abends im Sommer, Sonnenuntergang, zack, oder irgendwie am Meer und dann hast du diesen schönen, frischen, lebhaften, mit leichten Zitrusnoten, angenehmen Whisky. Durchaus solide. Nichts Besonderes. Ja, was soll ich denn jetzt noch dazu sagen? Ein Whisky, der schmeckt. Ja, ich kann hier keine Kaufempfehlung aussprechen. Das ist so. Das ist so eine Flasche, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wieder, da muss man einmal kurz naschen und sagen, ja, es ist mir wert, jetzt 100 Euro. Ein Whisky, wo ich sage, boah, ist so eine Mittelliga, ne? Tja. Lecker, wunderbar trinkbar. Man merkt auch so, dass er ein paar Jährchen im Fass hatte. Dafür ist er einfach zu gesetzt, zu voll, zu ölig, zu satt von Aromen. Da ist die Fehlnote nicht da, das Junge, das die Schärfe oder sowas oder irgendwelche Unebenheiten jetzt in der Struktur, im Profil. Aber es ist jetzt auch nicht so der Burner. Und das muss es ja auch nicht. Das muss es ja nicht immer. Ich glaube, das sage ich ganz oft in Videos. Ne? Muss nicht. Es ist schön, so wie er ist. Nur ob er 100 Euro wert ist, müsst ihr selbst entscheiden. Ihr merkt schon, ich komme hier nicht so richtig zum Punkt. Ne? Ich drehe mich so ein bisschen im Kreis und deswegen, er schmeckt mir. Und deswegen mache ich hiermit auch Schluss. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.